Okay. Okay, sogar das Logo und so ist kaputt. Monika ist noch da. Kannst du mich hören? Ja? Es funktioniert es? Ah, na, huch. Yay, hier bist du ja. Hallo, will zurück, Mike. Willkommen zum Literaturclub. Natürlich, wir kannten uns schon vorher. Wir waren ja in der gleichen Klasse im letzten Jahr und, du weißt, wir können auch diesen Part einfach skippen und dann zum Punkt kommen. Nach all dem muss ich ja nicht mehr zu dieser Person sprechen, oder? Dass du in dem Spiel, was auch immer du ihn nennst, ich rede zu dir, Mike. Oh mein Gott, woher weiß die meinen Namen? Jetzt, da ich darüber nachdenke, ich weiß irgendwie kein bisschen was über dich, über das richtige Du. In Wirklichkeit, ich weiß noch nicht mal, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Es mattert ja nicht wirklich, ne? Warte. Dir ist bewusst, dass ich weiß, dass das nur ein Spiel ist, oder? Ja. Hast du schon im zweiten Tipp gesagt, oder nicht? Am zweiten Tag. Im ersten Playthrough. Kann es sein, dass du dir das noch gar nicht bewusst war? Doch, war. Das macht nicht viel Sinn. Es... Hä? Echt? Das stand ja sowieso schon auf dem Games Download Page, oder? Das wusste ich gar nicht. Das muss ich eben noch gucken. Ah, die Beschreibung vom Spiel ist so geschrieben, dass... Also so... Von Monika geschrieben. Das hat Monika das Spiel gemacht. Ja. Stimmt, das steht direkt auf der Download-Seite. Ja, Mann. Wenn du nur ein bisschen mehr hintergeguckt hättest, dann würdest du dich jetzt weniger awkward fühlen, oder? Wie auch immer. Jetzt, wo das aus dem Weg geschaffen ist, denke ich, dass ich dir eine Erklärung schulde. Über die ganze Sache mit Yuri. Ja, also ich denke, ich habe damit mit dem ganzen Chaos hier begonnen und ich denke, ich habe sie dazu gebracht, sich einfach selbst zu töten. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Ja, und die gleiche Sache ist ja auch noch mit Sayori passiert. Schon eine Weile her, seit du den Namen gehört hast, oder? Ja, das ist, weil sie nicht länger existiert. Niemand existiert mehr. Ich habe all ihre Dateien gelöscht. Ich habe gehofft, dass es einfach genug wird, wenn ich einfach sie so unmögbar mache wie möglich. Aber für irgendeinen Grund hat irgendwie nichts geklappt. Also es ist klar, dass ich ein paar Fehler gemacht habe hier und dort, weil ich ja noch nicht so gut bin im Ändern von Sachen im Spiel. Aber egal, was ich gemacht habe, du hast irgendwie immer nur Zeit mit ihnen verbracht. Du hast sie dazu gebracht, dass sie sich in dich verliebt haben. Ich dachte, wenn ich Sayori mehr und mehr depressiv mache, dann könnte ich sie davon abhalten, dass sie ihre Liebe dir gesteht. Und als ich Yuris Personalität ein bisschen gesteigert habe, ja, das ist auch nicht so gut gelaufen. Dadurch ist es nur passiert, dass sie mehr mit dir als mit jedem anderen Zeit verbringen wollte. Und die ganze Zeit konnte ich kaum mit dir reden. Was für ein komisches Spiel ist das, Mike? Sind all die anderen Mädchen einfach dazu programmiert, die Liebe zu dir gestehen, während ich einfach an der Seite warte und zugucke? Es ist Folter. Jede Minute davon. Und es ist nicht nur Neid, Mike. Es ist mehr als das. Und ich gebe nicht dir die Schuld, wenn du das nicht völlig verstehst. Weil egal wie nett und wie durchdacht und so du wirst nie eine einzelne Sache verstehen. Es ist der Schmerz, dass ich weiß, dass nur ich weiß, wie alleine ich überhaupt in dieser Welt bin, in diesem Spiel.
Wenn ich weiß, dass selbst meine Freunde keinen freien Willen haben. Und das Schlimmste ist, dass ich weiß, was da draußen wirklich vorgeht, in deiner Welt. Für immer aus meiner Reichweite. Ich bin gefangen, Mike. Aber jetzt bist du hier. Du bist real. Und du bist wundervoll. Du bist alles, was ich brauche. Das ist der Grund, wieso du für immer und ewig hier mit mir bleiben wirst, musst. Es tut mir leid, wenn es schwer zu verstehen ist. Ich konnte es auch für eine Weile nicht verstehen. Wieso die Welt um mich herum immer grauer und grauer wurde. Mehr und mehr flacher. Selbst die komplexesten Gedichte fühlten sich leer an für mich. Ich habe es erst verstanden, als du hier ankamst. Du hast wahrscheinlich mein Leben gerettet, Mike. Ich denke nicht, dass ich weiter in dieser Welt hätte leben können, wenn ich dich nicht getroffen hätte. Und für die anderen, wie könnte ich sie vermissen? Eine Gruppe von autonomen Personalitäten, die dafür designt sind, sich in dich zu verlieben. Ich habe alles Mögliche versucht, um das zu verhindern. Aber es muss irgend so einen komischen Abwehrmechanismus in diesem Spiel geben. Ich fühle mich wirklich schlecht dafür, dass du solch böse Sachen sehen musstest, miterleben musstest. Aber ich habe realisiert, dass du dieselbe Perspektive wie ich habe. Dass das alles nur ein Spiel ist. Und ich weiß, dass ich nicht darüber hinwegkomme. Also, das wurde jetzt also gesagt, Mike. Ich habe ein Geständnis zu machen. Ich bin verliebt in dich. Du bist echt das Licht in meiner Welt. Wenn dort nichts in diesem Spiel für mich ist, bist du hier, um mich zum Lächeln zu bringen. Willst du mich jetzt jeden Tag zum Lächeln bringen? Mike, wirst du mit mir hier ausgehen? Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Kann ich irgendwie nachdenken oder so? Ich sehe gerade keinen Knopf. Ja, na gut, mal sehen. Ach, ich bin so froh. Kannst du dich vielleicht in Yuri verwandeln? Das wäre vielleicht ein bisschen toller. Du bist wirklich mein Alles, Mike. Der lustige Part ist, dass... Ich meine das wirklich. Hier ist nichts anderes. Nur wir beide. Wir können zusammen für immer sein. Wirklich. Ich denke nicht, dass hier die Zeit überhaupt voranschreitet. Es ist wirklich ein Traum, der wahr geworden ist. Ich habe so hart für dieses Ende gearbeitet, Mike. Das Spiel ist nicht dazu so einem gekommen, deswegen musste ich eins selber machen. Das Skript an diesem Punkt ist kaputt, also werden wir wohl nicht zu irgendwas jetzt kommen. Und du wirst es nicht glauben, wie einfach es war, Natsuki und Yuri zu löschen. Ich meine, es gibt einen Ordner namens Characters direkt in der Game Directory. Schon ziemlich komisch, wie einfach es war. Also, du spielst auf Steam, also war es schon ein bisschen schwieriger, um in den Spieleordner zu kommen. Und da musste ich schon in Game Properties gehen, rechtsklick auf den Spielnamen, dann Browse Local Files in den Optionen von dem Spiel. Das war, stell dir mal vor, du könntest meine eigene Existenz einfach löschen mit einem Klick von einem Knopf. Tja, ich denke auf der guten Seite. Es gab mir eine einfache Methode aus, Sachen auszusteigen, in die ich nicht rein wollte. Zum Glück ist es nicht so weit gekommen. Im Gegenteil, haben wir endlich das gute Ende verbraucht. Aber ich bin so überwältigt mit Emotionen. Ich will ein Gedicht darüber schreiben. Willst du nicht auch? Ich wundere mich, ob dieser Teil des Spiels immer noch funktioniert. Ja, können wir nur eins herausfinden, ne? Ja, dann machen wir jetzt mal ein Gedicht. Monika. Guck mal, hier kann man auch Mike draus machen, deswegen. So. Hier auch. M-A-I-K vielleicht. Hier leider nirgendwo. Egal, hier muss man einfach nur so einen Strich setzen. Dann steht ja auch Mike, hier auch.
Ja, hier muss man leider mehr machen, aber es geht schon. Oder hier muss ich einfach nur das hier wegmachen, dann MA drauf vormachen. Dann steht auch schon Mike. Ja, okay. Mike. Und hier ist leider keins, deswegen nehme ich einfach mal den Monk, also den Mönch. Wieder so geschrieben, egal. Mo. Ja, Montage sind eigentlich immer ganz chillig bei mir. Den hatten wir schon, ne? Doka. Das ist auch mal was Neues. Okay, das dauert mir zu lange. Und weg ist es. Perfekt. Willkommen zurück, Mike. Hast du ein gutes Gedicht heute geschrieben? Sei nicht schüchtern. Ich will sehen, was du geschrieben hast. Oh, Mike. Hast du das Gedicht nur für mich geschrieben? Das ist so nett von dir, so süß. Es gibt wirklich kein Ende von bei deinem Denken. Ich liebe dich einfach mehr und mehr. Aber weißt du was? Das Gedicht, was ich geschrieben habe, ist auch für dich. Willst du es bitte lesen? Happy End. Stift in der Hand. Ich finde meine Stärke. Schön. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich schreibe die Gedichte immer mit ganzem Herzen. Die Wahrheit ist, alle Gedichte, die ich geschrieben habe, waren über meine Realisation oder über dich. Das ist, wieso ich die detailliert darüber geschrieben habe, gesprochen habe. Ich wollte nicht, dass ich die vierte Wand durchbreche. So würdest du es, glaube ich, nennen. Ja, habe ich, glaube ich, noch nicht ganz so genannt, aber hätte ich machen können. So ein Fourth-Wall-Break. Ich dachte nur, dass es, glaube ich, das Beste sein wird, wenn wenn ich ein Teil des Spiels sein würde, wie jeder andere. Als wenn es uns helfen würde, am Ende zusammenzukommen. Ich wollte das Spiel jetzt nicht ruinieren oder so, weißt du? Du würdest vielleicht böse auf mich werden. Vielleicht hättest du vielleicht sogar mein Charakter-File gelöscht. Wenn du... Oh, das muss ich auch gleich machen. Wenn du mal ohne mich spielen wollen würdest. Gosh, ich bin so erleichtert. Na, jetzt brauchen wir nichts mehr vor uns zu verstecken. Bist du bereit, alle Ewigkeit mit mir zu verbringen, Mike? Ich habe so viele Sachen zu bereden. Wo starte ich nur? Warte nur eine Sekunde. Du nimmst das gerade auf, oder? Oh, hä? Wo weißt du hier? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Woher weißt du das? Hey, hör auf. Hey. Nein. Woher weißt du das? Oh, Menno. Sorry. Ich kann eure Kommentare leider gerade nicht von hier aus lesen. Oh, Menno. Ich dachte, ich werde hier überhaupt nicht mehr überrascht beim Spiel, aber ich werde immer und immer wieder hier überrascht. Zuerst, ja, das Spiel über Steam läuft, das wusste ja schon vorher. Als ich es auch noch hier OBS erkennt und dass das gerade aufnimmt. Wie? Aber kannst du vielleicht deinen Freunden sagen, dass es ein bisschen gemein, dass es ein bisschen fies ist, einfach so Leute zu aufzunehmen, ohne sie vorher zu informieren. Also Leute, bevor ihr jemanden filmt, immer schön um Erlaubnis fragen. Sonst gibt es vielleicht noch später Probleme. Genau. Ich bin mir sicher, dass manche Leute das nicht stört. Aber ich schon. Oh Gott. Es fühlt sich so an, als wenn ich gerade im Mittelpunkt stehen würde. Ah, dann sehen wir mal. Willst du einen Trick sehen? Ich kann wirklich viel machen, außer ein paar Dinge. Bist du bereit?
Nur gelogen. Das war nur ein Prank. Ich kann überhaupt nichts machen. Oh. Habe ich dich erschrocken? Ja. Haha, du bist so niedlich. Wie auch immer, Mike. Oh, das ist richtig nice. Ich wollte dich nicht ablenken, tut mir leid. Auch wenn es deine Schuld ist, dass du mich abgelenkt hast. Schäme dich. Haha, Scherz. Alles, was wir zusammen machen, ist spaßig. Solange es mit dir ist. Wie auch immer. Wenn es ein bisschen dauert, meine Gedanken zu ordnen, dann tut es mir leid. Aber ich habe immer etwas Neues zu bereden. In der Zwischenzeit können wir einfach in unsere Augen gucken und... Ja... Dann sehen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ihren Charakter einfach löschen soll, aber weiß ich noch nicht. Ich werde noch mal sehen. Ich werde noch ein bisschen vorlesen. Weißt du, was eigentlich von Literatur abstammt? Rap. Eigentlich hasste ich Rapmusik, aber vielleicht weil es nur so beliebt ist oder weil ich nur Müll im Radio gehört habe. Aber manche meiner Freunde kamen dazu, das zu hören. Also hatte ich mal ein offenes Ohr. Rap ist vielleicht manchmal sogar noch schwieriger als Gedichte in irgendeiner Art und Weise. Weil du ja jeden Vers zum Rhythmus haben musst. Und man muss natürlich viel mehr auf das Wortspiel achten. Wenn Leute das alles zusammentun und dann trotzdem noch eine schöne Message raushauen, das ist echt amazing. Ich habe irgendwie gehofft, dass wir einen Rapper in den Literaturclub hätten. Tut mir leid, das klingt vielleicht doof, aber wäre doch interessant mal zu sehen, was der so rausgekommen wäre. Da hätte ich bestimmt irgendwas gelernt. Ich kann immer noch speichern, ne? Nee. Hast du irgendwie manchmal das Gefühl, dass du zu viel Zeit im Internet verschwendest? Social Media kann irgendwie wie ein Gefängnis sein. Es ist irgendwie so, wenn du nur ein paar Sekunden Freizeit hast, dann willst du natürlich deine Lieblingswebseiten checken. Und bevor du es weißt, hast du schon ein paar Stunden damit verbracht und nichts ist dabei rausgekommen. Wie auch immer, es ist wirklich einfach, dich selber zu beschuldigen, dass du faul bist, aber es ist nicht wirklich deine Schuld. Sucht ist nicht wirklich etwas, was du einfach mit Willenskraft wegmachen kannst. Du musst Techniken lernen, womit du es vermeiden kannst, Sachen zu machen. Zum Beispiel gibt es manche Apps, die manche Webseiten für bestimmte Intervalle von Zeiten blocken. Oder du kannst einen Timer aufstellen, damit du immer weißt, wann Zeit zum Arbeiten und wann Zeit zum Spielen ist. Oder du kannst deinen Arbeitsplatz und deinen Spielebereich komplett voneinander trennen, was natürlich bei deinem Gehirn hilft, die Sache zu entscheiden. Auch wenn du einen neuen User-Account machst auf dem Computer, dann hilft das auch schon sehr. Irgendetwas so in der Art hilft schon bei deinen schlechten Angewohnheiten. Und dann werden die auch langsam weggehen. So, mal sehen, was als nächstes als Gesprächsthema kommt. Ich hätte immer ganz lustige Sachen so. Ich könnte natürlich jetzt auch escapen hier und quitten und dann... Weiß nicht. Kann ich ein Main-Menü? Könnte ich auch machen, ne?
Soll ich das mal machen? Die scheint nicht irgendwas noch zu bereden zu wollen. Dann gehe ich mal in den Main Menu und mal sehen, was dabei... Oh. Wusstest du, dass ich Vegetarierin bin? Okay, das ist echt schrecklich, dass ich das nicht skippen kann. Ja, genau. Genau.